Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Dann verpasst ihr in Zukunft auch keine Videos mehr. Wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Und heute haben wir wieder einen neuen Skin und ein neues Paket. War schon lange nicht mehr drin, war alles ein komplettes Paket. Ich würde nur sagen, wir beginnen mit dem neuen Gleiter. Und zwar das Brennen, die brennende Bestie. Das ist definitiv der leiseste Gleiter, den es gibt, glaube ich. Kappa. Er sieht zwar super cool aus, der Gleiter, aber wenn man damit in Arena spielt, dann weiß auch jeder Gegner erstmal instant, dass man irgendwo herumfliegt. Naja. Dann haben wir hier den Schwefeltyrann, der heute neu drin ist, hinten mit so einem Dreieck, das sich etwas dreht. Hier überall Feuer. Dann ein paar Hörner dran. Sieht eigentlich ganz cool aus. Dann hier die glühende Klinge. Haben auch so einen zischenden Effekt. Beziehungsweise Sound. Dann haben wir noch die Dämonika. Die war ja schon vorher drin. Allerdings die anderen drei Sachen sind, glaube ich, neu, soweit ich weiß. Dann haben wir als nächstes hier den Zuki-Skin. Dann den Kupferwespen-Skin. Heftiger Hieb als Spitzhacke. Und Stachel als leider nicht animierte Lackierung. Dann haben wir als nächstes ein Paket, wo man ordentlich Rabatt bekommt. Statt 3600 V-Bucks und 2000 V-Bucks. Also fast die Hälfte sogar nur. Müssen irgendwie so 40-45% Rabatt sein. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn man hier so oder so alles will. Der Vertex-Skin an sich war auch schon lange nicht mehr im Shop drin. Aus Season 4 stammt er ja, alles so ein bisschen technisch angehaucht. Überall hier mit Blitzen, Blitzeffekten und allem. Sieht eigentlich ganz cool aus, das Set kann man sich definitiv kaufen. Dann haben wir noch den Revolte als Roboter-Skin. Gitarrengang als Fortbewegungs-Emote, war auch schon relativ lange nicht mehr im Shop drin. Dann Zahnseidenwirbler. Dann als nächstes Mika als aus Season 9 nochmal, als blauer Skin. Und dann heute nochmal neu, passend hier zum zu den Dämonen-Skin, auch eine Lackierung animiert. Das sieht eigentlich ganz cool aus hier mit dem roten. Mir persönlich gefällt es auf jeden Fall. Und dann als letztes noch Liedschwinger als Spitzhacke. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.